Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 17. September 2017? Mond bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Löwe. Wie erleben den Tag die Löwengeborenen? Bei den Löwengeborenen ist möglich kleinere Veränderungen. Kommen unerwartete Ereignisse oder eine Überraschung. Die Löwengeborenen fühlen sich aber unsicher, besonders dann, wenn sie eine klare Entscheidung treffen sollen, von etwas trennen oder kündigen, da sind die Löwengeborenen unsicher, ob sie die richtige Entscheidung treffen. Die Löwengeborenen haben aber Glück, besonders in die Liebe, Partnerschaft, auch neue Chancen. Aber achtsam sein, weil Venus hat Hydra erreicht. Und diese Hydra, diese Sternbild, ist der Wasserschlange. Und das hat immer mit Lügen was zu tun. Ich möchte damit nicht behaupten, dass es Lüge kommt vom Partner oder Partnerin, dass man direkt in die Partnerschaft zum erlebt. Aber das können auch Informationen sein von außen und das entspricht nicht die Wahrheit. Die Tierkreiszeichen Jungfrau Geborenen bekommen einen neuen Impuls oder haben eine wichtige Nachricht, kommen zu neuen Ideen, aber es ist nicht einfach, ein klärendes Gespräch zu führen. Es fehlt noch die Klarheit. Die Jungfrau Geborenen behaupten sie sich gerade, also es ist wichtig, auch sich durchsetzen im Leben oder eine bestimmte Situation. Wenn das angebracht ist und es trifft auch viele Jungfraugeborenen gerade, dann ist besser nicht viel erzählen, eher schweigen. Einige Jungfraugeborenen starten einen Neuanfang. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen haben Glück, Glück besonders in die Liebe, Partnerschaft, aber auch im Finanzen. Die Wagengeborenen haben gerade Gewinnchancen. Was die Gespräche betrifft, die sollen eher warten, weil das kann zu Missverständnissen führen. Kann auch bedeuten, dass die Wagengeborenen auf eine Nachricht warten oder auf einen Termin oder auf einen Vertrag und es kommt noch nicht. Und in diesem Hinsicht fühlen sich die Wagengeborenen etwas enttäuscht. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen verspüren im Augenblick eine innere Unruhe oder haben Hindernisse in ihren Vorhaben. In Liebe, Partnerschaft fühlen sie sich auch eingeschränkt. Was wichtig ist, abwarten. In die kommenden Tagen kommt mehr Stabilität oder mehr Ruhe und die Skorpiongeborenen bringen ihre Finanzen in Ordnung. Das hängt auch mit eigenem Selbstwertgefühl zusammen. Also daran sollen die Skorpiongeborenen, aber auch die Wagengeborenen denken. Und die Skorpiongeborenen haben auch gute Chancen, das in Ordnung zu bringen. Wichtig ist, dass sie gerade nicht allzu viel ausgeben für Luxus. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen machen eine kleine Reise. Es bewegt sich etwas in ihren vertrauten Umgebung, Einladungen, Besuche, kleine Reise, Bewegung. Wo sie Glück haben, das ist die Liebe Partnerschaft, weil das bringen die Schützengeborenen gerade in Ordnung. Und sie brauchen auch Sicherheit und Stabilität. Was die Schützengeborenen meiden sollen, das ist ein klärendes Gespräch, weil das ist gerade unmöglich. Also lieber schweigen oder zuhören, was die anderen sagt, aber es ist nicht gut, versuchen, andere zu überzeugen, weil das geht nicht und es kostet auch viel Kraft und führt nur zum Stress, zum Missverständnissen. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen verspüren eine gewisse innere Unsicherheit. Sie haben gerade auch Entscheidungsschwierigkeiten. Sie wissen nicht, ob sie sich richtig entscheiden sollen oder warten sollen. Also bei Entscheidungen
steht ein gewisser Zweifel oder sie zweifelt an sich selbst. Aber eine gute Nachricht ist zum Erwarten. Wo die Steinbockgeborenen ihre Aufmerksamkeit lenken oder ihre Kraft einsetzen, das ist die wohnliche Situation, entweder eine Renovierung oder die Wohnung zu verschönern oder ein Umzug. Also handelt sich etwas mit Immobilien und da haben die Steinbockgeborenen eine gute Zeit, da etwas zu verbessern. Die Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen sollen auf ihren Gefühlen achten und im inneren Gleichgewicht bleiben. Wichtiger Thema ist auch die Liebe, Partnerschaft, aber auch anderen zuzugehen und der Tag genießen, weil der Lebensfreude oder fröhlich zu sein oder in Freizeit etwas unternehmen, bringt gerade Glück für die Wassermann-Geborenen und da schöpfen die Wassermann-Geborenen ihren Kraft. Wichtig ist noch nicht viel reden, sondern eher andere zuhören. Die Tierkreiszeichen Fischen-Geborenen ist die Arbeit wichtig, aber sie fühlen enttäuscht im Arbeitsplatz. Es ist gerade sehr schwierig, die berufliche Situation bei den Fischen-Geborenen, weil da kränkt es etwas. In den kommenden Tagen können ein klärendes Gespräch führen, ist auch wichtig, und das in Ordnung zu bringen. Die Fischen-Geborenen sollen gerade mutig sein, Kraft zu zeigen, mal durchbeißen, mal mutig zu sein, ihre Meinung zu vertreten, besonders in beruflichen Situationen. Vielleicht nicht heute, aber in den kommenden Tagen. Die Tierkreiszeichen Widdergeborenen haben Glück in die Liebe, Partnerschaft. Sie sind gerade ausgeglichen, also es ist ein schönes Gefühl und Glück in die Liebe, aber die Gespräche sind noch unklar oder ein Vertrag lässt sich noch warten. Die Wiedergeborenen fühlen sich aber trotzdem, trotz Glück in die Liebe, kraftlos und erschöpft im Augenblick und sie sollen darauf achten, wo setzen sie ihren Kraft ein, mit was verbringen sie ihre Zeit. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen befinden sie sich in einer Veränderungsphase, in einer Wandlung. Im Liebepartnerschaft sind etwas eingeschränkt. Heute ist auch etwas verursacht, Unruhe oder sind momentan Hindernisse, besonders in die Liebe. Aber eine gute Nachricht ist zu erwarten und in kommenden Tagen beruhigt sich das alles und das ist eine bessere Zeitqualität dann für die Stiergeborenen. Momentan nicht handeln, eher abwarten. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist wichtig eine Reise oder ein Neubeginn. Viele Zwillingsgeborenen haben neue Interesse oder machen ein Studium. Und wichtig ist auch die berufliche Erfolg und Anerkennung. Und da haben die Zwillingsgeborenen gerade eine wunderbare Zeit. Nicht nur beruflich haben einen Aufstieg die Zwillingsgeborenen, sondern Glück auch in die Liebe, Partnerschaft. Aber bitte beachten die Einfluss von Hydra. Das trifft uns alle im Allgemeinen, besonders natürlich die Löwengeborenen, aber die Wirkung in die Liebesleben dieser Hydra ist, das sollen wir auch berücksichtigen, auch die Zwillingsgeborenen, kann sein, dass eine Information kommt und es entspricht die Wahrheit nicht. Also wir können heute mit Lügen rechnen. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist auch ein beruflicher Aufstieg und Erfolg. Es kommt alles in Form. Und diese kosmische Energie, das beeinflusst unserem Leben, unserem Alltag. Und das ist jeden Tag einzigartig. Jeder Tag, jede Stunde, jeder Moment ist einzigartig. Und es wiederholt sich nie wieder. Und es ist sehr wichtig, unserem Leben zum Erkennen, die richtigen Augenblicke, aber auch in den richtigen Ort zu sein. Auch die Hindernisse zu erkennen. Weil dann sind wir vorbereitet.
und das können wir überwinden. Und dabei kann ich Ihnen helfen, das mal maßgeschnitten beschreiben, bestimmten Terminen oder bestimmten Tag. Und dann bei der Beschreibung befindet sich mein Kontaktdaten. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.